sage ich zu euch, freut euch. Das ist die Aufforderung, die den vierten Advent in den Gottesdiensten bestimmt. Zeiten der Freude sind solche, in denen man offen wird für das, was einen umgibt, weil wir unsere Köpfe erheben, weil die Welt nicht auf uns lastet, sondern wir froh sind, Teil von ihr zu sein. Und das soll sozusagen schon den vierten Advent ausmachen. Freude rechnet mit einem guten Ausgang, auch wenn der Anschein manchmal völlig dagegen spricht. Ich freue mich jedenfalls, dass wir auch ein Stück dieses Abends miteinander teilen können. In diesem Gottesdienst, den wir feiern, wie jeden, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir reisen heute ziemlich weit weg, in ein ziemlich großes Land, ohne dass unser Weihnachten hier in Deutschland bestimmt etwas anders aussehen würde. Es geht nach China, aber was hat das mit unserem Fest zu tun? Ganz einfach, vieles, was wir verschenken und vieles, mit dem wir dekorieren, wird dort auf der anderen Seite der Erde produziert. Gerade wenn ich an so eine Sachen denke wie Lichterketten zum Beispiel, da wird mir klar, wenn in China nicht produziert werden würde, dann sähe das bei uns in dieser Zeit schon deutlich düsterer aus. Und auch bei den Geschenken ist es so. Zum Beispiel stammen etwa 75% der Spielzeuge, die bei uns unterm Tannenbaum landen, aus chinesischen Fabriken. So viel dazu. Aber eigentlich soll es darum ja heute gar nicht gehen. Aber wie feiert man denn nun dort drüben Weihnachten? Wie funktioniert ein christliches Fest in einem Land, in dem es auf den ersten Blick gar nicht so viele Christen gibt? Zumindest kam bei mir so ein Eindruck auf, als ich mir die Zahlen mal angesehen habe. Zwischen 1,6 und 7% der Chinesen bekennen sich zum Christentum. Das klingt erstmal nach nicht viel. Aber wenn man den Mittelwert nimmt, dann sind das schon um und bei 80 Millionen. So viel wie Deutschland Einwohner. Die Christen in China feiern an den gleichen Tagen wie wir. Heiligabend ist am 24. Dezember. Aber für die Chinesen ist es in erster Linie ein ganz normaler Arbeitstag. Religiöse Feiertage werden offiziell nicht begangen, außer in Hongkong und in Macau. Und gerade in Macau ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein ziemlich helles Fest. Schließlich hat die Stadt nicht umsonst den Beinamen Las Vegas des Ostens. Und genauso schillernd ist es nämlich dort auch. Für die chinesischen Christen wird es am 24. Dezember, eben weil sie erst arbeiten müssen, erst abends interessant. Man geht in die Kirche, aber danach ist da auch noch nicht Schluss. Man bleibt als Gemeinde zusammen bei Chor, Theater und Tanzaufführungen, für die man sich schon wochenlang vorher vorbereitet hat. Diese Mischung aus den verschiedenen gemeinsamen Erlebnissen heißt Ping An Ye, übersetzt ruhiger Abend. Eine kleine Reminiszenz an das Lied Stille Nacht, das man auch dort kennt und singt. Von diesem Namen für das Brauchtum um Heiligabend leitet sich aber auch ein kleines traditionelles Weihnachtsgeschenk ab, das ich heute mitgebracht habe, und ich habe Anke das mal hingestellt. Du darfst das jetzt mal auspacken, was da wohl drin ist. Ein Apfel, genau. Na ja, gut, vielleicht ist es in China nicht so ein Apfel. Der sieht ja doch schon ein bisschen spärlich aus. Aber das kommt daher, dass Chinesen Wortspiele lieben und das Wort für Heiligabend und das Wort für Apfel klingen in der Sprache fast gleich. Und so hat sich um diesen Weihnachts- oder Friedensapfel ein eigener, echter Markt entwickelt. Es gibt, naja, mehr oder minder niedliche Verpackungen extra nur für diese Äpfel.
Und jedes Jahr werden dabei auch neue Trends gesetzt. Man kann beispielsweise besonders groß gezüchtete Äpfel kaufen, die dann schon fast die Größe von Kürbissen haben. Oder man kann mittels Lasern eigene, persönlich gewählte Botschaften direkt auf den Apfel schreiben lassen. Das Feiern von Weihnachten wird auch unter Nichtchristen immer mehr zum Trend. Gerade in den internationalen Metropolen an der Ostküste gibt es Weihnachtsmärkte, geschmückte Straßen und Tannenbäume auch. Naja gut, zugegeben, meistens sind das die in der Plastikversion aus heimischer Produktion. Aber wenn man sich Fotos von den großen Plätzen in China zur Adventszeit ansieht, dann sind die fast noch stärker und überbordender geschmückt als hierzulande. Viele von denen, die jetzt über die letzten Jahre Weihnachten einfach so mal mitfeiern, die wissen gar nicht, dass es überhaupt einen religiösen Hintergrund hat. Und so füllen sie es mit ihren eigenen, ganz neuen Bedeutungen. Wie bei uns ist es aber ein Fest mit Freunden und Familien. Man geht gut essen oder trifft sich auch abends an Heiligabend im Kino. Und zunehmend geht man auch von den kleinen Gaben, eben wie dem Apfel, über zu einer richtig großen Bescherung. Aber eine ganz andere Sache hat sich in China auch durchgesetzt. Weihnachten wird von einigen behandelt wie ein zweiter Valentinstag. Laut Umfragen ist der Heiligabend in China einer der beliebtesten Termine für Heiratsanträge. Und 9 Monate später steigt erwiesenermaßen auf die Geburten. So ist Weihnachten in China ein Fest der Liebe, in seinem ganz eigenen Sinn. Thank you.
Weihnachten ist nah. Mitten in den Vorbereitungen kommen wir zu dir, Gott. Wir halten inne und setzen unsere Hoffnung auf dich. Ich bitte dich, sende dein Licht und deine Wahrheit. Komm uns nah und lass in uns Weihnachten werden. Amen. Paulus. Und die ganze Passage lautet: Freut euch immer zu, weil ihr zu Gott gehört. Ich sage es noch einmal: Freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nah. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. So, eine Aufforderung zur Freude ist in diesem Jahr eine etwas merkwürdige Angelegenheit. Man hört nur von Einschränkungen, Gefährdungen, Lockdown, Gesichtsmasken, Distanz, hohe Sterberaten. Und jetzt soll man sich auch noch freuen. Zur Freude kann man ja eigentlich gar nicht auffordern. Ich kann nicht sagen, hey, freu dich doch mal, dass du hier sitzt und es so schön warm ist. Oder freu dich doch mal, weil der Baum so schön ist. Sie stellt sich eben nur ein. Also zum Beispiel, wenn man selber an etwas Gelungenes denkt oder eine gute Erfahrung von Nähe macht und man dann selber sagt, ach, ist das nicht schön, das ist Freude. Aber verordnen können wir sie niemandem. Paulus aber meint mehr als die Stimmung, die sich einstellt, zum Beispiel, wenn das Geschenk zu Weihnachten genau das Richtige ist und sagt, oh, vielen Dank, ich freue mich. Er meint eine Lebenshaltung, die uns zuversichtlich stimmt und froh und die sich auch in schweren Stunden nicht verflüchtigt. Eine solche Grundstimmung muss getragen sein von der tiefen Gewissheit, dass es gut werden wird mit meinem eigenen Leben, mit dem der geliebten Menschen um mich herum, dass es ein gutes Ende nehmen wird mit dieser Welt,
trotz aller Ängste und Sorgen, die um und in uns sind. Haben wir eine solche Gewissheit? Und Paulus sagt ja auch nicht einfach los, freut euch, sondern er liefert die Begründung dazu. Er sagt nämlich, freut euch, weil ihr zu Gott gehört. Als Paulus diese Zeilen schrieb, saß er nicht am Swimmingpool eines Luxushotels mit Rundum-Service. Er saß im Gefängnis. Und das waren dunkle, dreckige Räume, in die man möglichst viele Menschen färchte. Gerade aus dieser Dunkelheit kommt der Brief, freut euch, weil ihr zu Gott gehört. Deshalb ist dieser Aufforderung eine Adventsbotschaft ganz eigener Art. Es ist die tief empfundene Freude darüber, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Auch nicht Bedrängnis, Verfolgung und Gefahr. Diese Freude lässt sich nicht einsperren. Sie lässt sich auch nicht entmutigen und seien die Sorgen und Befürchtungen noch so groß. Weil sie sich aber nicht einsperren und entmutigen lässt, hat sie auch sichtbare Auswirkungen in der Welt. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Das soll durch uns sozusagen in dieser Welt erscheinen, die Nähe Gottes. Von Güte, die sich überall die Bahn bricht, ohne dass man etwas dagegen machen könnte, handelt gleich auch die Geschichte, die Frau Hass lesen wird, nach der Musik, die jetzt folgt. Krippenspiel aufführen. Mitte November begann Lehrer Larsen mit den Vorbereitungen. Thomas, der für sein Alter hoch aufgeschossen war und ältester von 4 Geschwistern, häufig ein ernstes Betragen an den Tag legte, sollte den Josef spielen. Tinchen, die lange Zöpfe hatte und feierliche blaue Augen, wurde einstimmig zu Maria gewählt. Und so ging es weiter, bis alle Rollen verteilt waren. Bis auf die des engherzigen Wirts, der Maria und Josef von seiner Tür weisen sollte. Es war kein Junge mehr übrig. Die beiden Schülerinnen, die ohne Rolle ausgegangen waren, zogen es vor, sich für wichtige Aufgaben hinter der Bühne zu bewerben. Josef, alias Thomas, hatte den rettenden Einfall. Sein kleiner Bruder würde durchaus in der Lage sein, diese unbedeutende Rolle zu übernehmen. Für die ja nichts mehr zu lernen war als ein einziger Satz, nämlich im rechten Augenblick zu sagen, dass kein Zimmer frei sei. Also erschien Thomas zur nächsten Probe mit Tim an der Hand, der keinerlei Furcht zeigte. Er wollte den Wirt gerne spielen. Mit Wirten hatte er gute Erfahrungen gemacht, wenn die Familie in den Ferien verreiste. Er bekam eine blaue Mütze auf den Kopf und eine Lackschürze umgebunden. Die Herberge selbst war wie alle anderen Kulissen noch nicht fertig. Tim stand also mitten auf der leeren Bühne und es fiel ihm leicht zu sagen, nein, er habe nichts, er
als Josef ihn drehbuchgetreu nach Angela fragte. Wenige Tage darauf legte Tim sich mit Masern ins Bett und es war reines Glück, dass er zum Aufführungstag gerade noch rechtzeitig wieder auf die Beine kam. In der Schule herrschten Hektik und Feststimmung, als er mit seinem großen Bruder eine Stunde vor Beginn der Weihnachtsfeier erschien. Auf der Bühne, hinter dem zugezogenen Vorhang, blieb er überwältigt vor der Attrappe seiner Herberge stehen. Sie hatte ein vorstehendes Dach, eine aufgemalte Laterne und ein Fenster, das sich aufklappen ließ. Die Vorstellung begann. Josef und Maria betraten die Bühne, wanderten schleppenden Schrittes zur Herberge und klopften an. Die Fensterläden öffneten sich und heraus schaute Tim unter seiner großen Wirtsmütze. »Habt ihr ein Zimmer frei?«, fragte Josef mit müder Stimme. »Ja, gerne«, antwortete Tim freundlich. Schweigen breitete sich aus im Saal und erst recht auf der Bühne. Josef versuchte vergeblich, irgendwo zwischen den Kulissen Lehrer Larsen mit einem Hilfezeichen zu erreichen. Maria blickte auf ihre Schuhe. »Ich glaube, sie lügen«, sagte sie. Und schließlich drang es auch Josef und der lügt. Die Antwort aus der Herberge war ein unüberhörbares Nein. Dass die Vorstellung dennoch weiterging, war Josefs Geistesgegenwart zu verdanken. Nach einer weiteren Schrecksekunde nahm er Maria an die Hand und wanderte ungeachtet des Angebotes weiter bis zum Stall. Hinter der Bühne waren inzwischen alle mit dem kleinen Tim beschäftigt. Tim erklärte, dass Josef eine so traurige Stimme gehabt habe, da hätte er nicht Nein sagen können. Und zu Hause hätten sie auch mal Platz für alle, notfalls auf der Luftmatratze. Herr Larsen zeigte Mitgefühl und Verständnis. Dies sei doch eine Geschichte, erklärte er, und die müsse man genauso spielen, wie sie aufgeschrieben sei. Oder würde Tim zum Beispiel seiner Mutter erlauben, dasselbe Märchen einmal so und dann wieder ganz anders zu erzählen, etwa mit einem lieben Wolf und einem bösen Rotkäppchen? Nein, das wollte Tim nicht. Und bei der nächsten Aufführung wollte er sich Mühe geben, ein böser Wirt zu sein. Die zweite Aufführung fand im Gemeindesaal der Kirche statt. Unter ärgsten Androhungen hatte Thomas seinen kleinen Bruder eingebläut, dieses Mal auf Josefs Anfrage mit einem klaren Nein zu antworten. Der große Saal war bis auf den letzten Sitzplatz besetzt. Dann ging der Vorhang auf. Das heilige Paar erschien und wanderte, wie es aussah, etwas zögerlich auf die Herberge zu. Josef klopfte an die Läden, aber alles blieb still. Er pochte erneut, aber sie öffneten sich nicht. Maria entrang sich ein Schluchzen. Schließlich rief Josef mit lauter Stimme, hier ist wohl kein Zimmer frei. In die Stille, in der man eine Nadel hätte fallen hören können, ertönte ein leises, aber deutliches Doch. Für die dritte und letzte Aufführung des Krippenspiels in diesem Jahr wurde Tim seiner Rolle als böser Wirt enthoben. Er bekam Stoffflügel und wurde zu den Engeln im Stall versetzt. Sein Halleluja war unüberhörbar und es bestand kein Zweifel, dass er endlich am richtigen Platz war. Thank you.
Abschied nehmen. Wir haben Abschied genommen von Hortense Helene Engeland, geborene Drucourt. Sie lebte in Baden und starb im Alter von 74 Jahren. Für sie entzünden wir ein Licht an der Osterkerze, denn ihr gilt das Versprechen Gottes wie uns allen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, in Zeit und Ewigkeit. Wir werden im Fürbittegebet noch einmal an sie denken. Ja, die Frage ist jetzt, was mache ich zuerst? Also ich lade euch erstmal unter Vorbehalt, aber ich lade euch erstmal ein. Das nächste große, was ansteht, ist natürlich Heiligabend und im Bergenhusen finden von 14 bis 18 Uhr stündlich Andachten statt. In Stapel ist um 15, 16 und 17 Uhr Gottesdienst. Und in Erfte um 15, 16 und 17 Uhr und nochmal um 23 Uhr die Christmette. Am ersten Weihnachtstag ist Gottesdienst um 17 Uhr in Bergenhusen und am zweiten um 10 Uhr in Stapel. Aber so lange müssen wir uns ja nicht gedulden, das wissen wir ja mittlerweile schon. Die Adventsandachten gehen bis zum 23. auch noch weiter. Und zu Heiligabend ist noch zu sagen, unsere Kirche hier ist von 10 bis 2:30 nachmittags geöffnet. Und da gibt es auch Umschläge mit Andachten zum mit nach Hause nehmen. Und man kann sich auch noch das Bethlehemlicht mit nach Hause nehmen, wenn man mag. Die Kollekte heute ist bestimmt für die Familie. Wir haben das ja schon letzten Sonntag für diejenigen, die da waren, gehört. Für die Familie, die ja in Stapel das Haus abgebrannt ist. Dafür sammeln wir heute, damit auch bei denen ein bisschen Weihnachten sein kann. Gott segne Geber und Gaben. Aber natürlich will ich mich auch noch bedanken. Einmal bei Steffi Englert für die Musik und einmal bei Erika für die schöne Geschichte. Thank you.
Gott, unabhängig von allem, was wir tun und lassen, bist und bleibst du doch da mit deiner Bereitschaft zu lieben und zu tragen. Mit deiner Zusage, fürchte dich nicht, ich verkündige dir Freude. Gott, dafür danke ich dir. Und darum bitte ich dich heute ganz besonders für Hortense Helene Engeland. Reiche du ihr die Hand und zeige ihr dein Reich und deinen Frieden. Bette du sie in deiner Geborgenheit. Und guter Gott, ich bitte dich auch für die Angehörigen, die um sie trauern. Sei du bei ihnen, gerade in diesen Tagen. Und zeige ihnen, dass du Trost für sie hast. Für die Verstorbenen genauso wie für die Angehörigen. Guter Gott, ich bitte dich in dieser Zeit, lass uns alle aufrecht gehen und handeln. Lass uns glauben und hoffen. Lass uns unbeirrt festhalten an dir. Ich bitte dich um offene Augen und Ohren für die Menschen, die mir begegnen. Ich bitte dich um offene Augen und Ohren für deine Gegenwart. Ich bitte dich um deine Hilfe in allem Zweifel und in allem Kummer. Ich bitte dich um deine Hilfe in allem, was uns beflügelt und vorantreibt. Komm zu uns, Gott, zu allen, die sich nach dir sehnen. Amen. Gemeinsam beten wir für uns und für alle Menschen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der gütige und barmherzige Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.